Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Vito. Schön, dass du wieder dabei bist. Hurra, wir sind 1000. Wahnsinnssumme. Also ich bin echt begeistert. Denn es ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit mit Videos, die eher etwas detaillierter oder länger sind und weniger Comedy-Faktor haben, so viele Leute zu erreichen. Und scheinbar gefällt es ja doch den einen oder anderen. Ich hoffe, meine Videos bringen euch was und freue mich, wenn es auch noch ein paar mehr Menschen werden. Heute legen wir gleich los. Es geht darum, hier den Stand für die Ständerbohrmaschine zu bauen auf den Maschinenschrank. Ich habe mir jetzt schon hier die Arbeitsfläche runtermontiert und die habe ich hier schon liegen. Schubladen selbst habe ich euch ja jetzt im letzten Video beim Bandsägenschrank sehr, sehr ausführlich gezeigt sogar. Vor allem, wie man innenliegende Schubladen macht. Das sieht man nämlich nicht so häufig in anderen Videos. Und schaut ruhig mal da rein, es ist wirklich vollgepackt mit ganz vielen Tipps. Und jetzt legen wir auch gleich los mit dem Aufsatz. Ihr seht hier die Bodenplatte und den Deckel. Zum Deckel komme ich später dazu und zeige euch da noch was. Ich habe hier Dominos gesetzt, die dienen mir lediglich als Hilfe für die Verschraubung, dass nachher nichts wegrutschen kann, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass ich das nachher hier wieder zusammensetzen kann an diese Kante. Und da ist 0,0 Toleranz für mich gedacht hier. Dann habe ich mir den Rahmen hier schon mal zusammengeschraubt. Das habe ich einfach hier mit Pocket Holes hinten, das ist die Rückwand, zusammengesetzt. Bei dem ist eigentlich nur zu beachten, dass ihr die Höhe einhaltet, die später hier an der Kappsäge an dem Backen ist. Also das muss wirklich sehr, sehr, sehr präzise gemacht sein. Ansonsten ist es wirklich einfach nur ein Kasten. Und den schraube ich jetzt mal zusammen. Und da blende ich euch einfach mal ein paar Bilder ein und dann könnt ihr mal kurz zugucken. Und so schnell ist so eine Box zusammengeschraubt. Natürlich mit den Dominos ist das ideal, weil dann verzieht sich da nichts. Aber ihr braucht keine Domino natürlich. Ihr könnt auch so eine Dübelschablone nehmen. Ihr braucht irgendwas, wo ihr wirklich präzise arbeiten könnt. Also die Dübeldörner oder Dorne in Deutsch, die bringen euch da nicht wirklich weiter. Die sind einfach zu ungenau. Der Deckel selbst ist jetzt noch nicht befestigt. Also ich kann den ohne weiteres jetzt hier rausklopfen. Aber er sitzt schön streng drin, so wie ich mir das erhofft habe, denn ich möchte nachher vielleicht auf Schrauben von hier oben verzichten. Das wäre natürlich ideal. Muss man schon draufklappen, also das hält ganz gut. Oh. Also das sitzt schon mal wirklich gut, besser wie erhofft. So, und jetzt kann ich mich um das Innenleben hier kümmern. Diese Leisten sind auch gleichzeitig die Plattform für die Ständerbohrmaschine, wo später dann der Fuß montiert wird. Ich habe hier natürlich auch noch Platz gelassen, damit ich hier die Schubladenfronten schön sauber unterbringe. Die sollen ja innenliegend sein. Außerdem habe ich hier
wieder den Versatz aufgegriffen, den ich auch schon hier gemacht habe, weil das einfach optisch finde ich das einfach ein bisschen schöner. Und jetzt muss ich nur noch die Schienen hier abschrauben, schraube die Leisten hier in die Seite erstmal rein und dann geht es an die Plattform. So, die Auszüge sind nun befestigt und die Zwischenstreben natürlich auch. Und jetzt geht's an die Zwischenplattform. Ja, Leute, es passt perfekt. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste mit dem Handhobel vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Aber es sitzt. Also die ganze Vorarbeit, es lohnt sich immer wieder und das ist dann tatsächlich auch die Belohnung. Jetzt schraube ich das Ganze hier in die Seitenleisten fest, mache noch ein paar Schrauben von hinten rein und dann geht es aber auch gleich weiter, weil jetzt kommt der richtig spannende Teil, nämlich der Deckel. Na, da lacht doch das Herz, wenn alles im rechten Winkel ist. Ja, die Plattform ist jetzt soweit vorbereitet und jetzt werde ich mal gucken mit der Ständerbohrmaschine hier, wie das Ganze nachher wirkt. So. Der Aufsatz ist sehr massiv gebaut. Das wäre für diese kleine Tischbohrmaschine gar nicht nötig. Aber wer die Serie ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ich mir in naher Zukunft eine neue Standbohrmaschine kaufen möchte, die 65 Kilo hat und sehr massiv ist. Und das bringt mich jetzt auch zu einem Problem, denn ich habe die Bohrmaschine natürlich noch nicht. Ich weiß aber, dass die Säule 8 cm hat. Die hier hat 5 cm. Aber viele andere Maße konnte ich nicht herausfinden. Ich weiß noch ungefähr, wie der Sockel jetzt ist, aber wie gesagt, nur circa Maße. Ich habe mir jetzt ein Foto besorgt, wo die Maschine seitlich aufgenommen war, so ziemlich genau. Und anhand von der Säule, wo ich weiß, dass die 8 cm hat, konnte ich dieses Foto kalibrieren und in Fusion mir die ungefähren Sockelmaße und alles ausmessen. Aber das sind nur circa Maße, deswegen lasse ich mir hier jede Menge Spiel, damit ich später, wenn es geht, nicht zu viel umbauen muss. Ein bisschen werde ich natürlich was nachrichten müssen, aber ich hoffe, dass es halt halbwegs passt. So, jetzt geht es ans Kreisfräsen von diesem Aufnahmepart hier von der Bohrsäule. Der ist hier 10 cm, ich werde 12 cm machen und nachdem ich ja hier, ich habe euch mal ein Foto rausgesucht, da kann ich euch das besser zeigen, ich hoffe es blendet nicht zu arg. Hier dieser untere Bereich bei der neuen Bohrmaschine wird um einiges noch größer sein wie diese 12 cm und ich hoffe einfach, dass ich dann dadurch mehr Luft habe. Ich habe mir jetzt schon alles angezeichnet, habe mir hier ein Opferbrett unten drunter gelegt, denn ich werde ja durchfräsen. Und hier einfach nochmal eine Auflage gemacht, damit ich nachher hier mit meinem Frässchlitten genügend Spielraum habe. Da auf YouTube momentan viele Kreisvorrichtungen für Fräsen und Bandsägen und alles wieder mal im Trend ist, werde ich euch damit verschonen. Wie gesagt, mein Schiebeschlitten hier, der hat das schon integriert und von daher brauche ich mir da nichts mehr bauen, sondern verwende natürlich meinen Frässchlitten. Zum Fräsen verwende ich hier so einen 8 mm Spiralnutfräser. Die beiden Platten verbinde ich mir hier noch einmal mit einer Schraubzwinge, einfach dass sie mir jetzt beim Bohren nicht verrutscht. Und als erstes werde ich mir mit einem Bohrsenker hier zwei Schrauben setzen, die das Ganze dann festhalten, nachher wenn durchgefräst ist, dass mir das nicht rausbrechen kann. Ich habe mir hier einen zweiten Ring gemacht, damit ich sehe, wie weit ungefähr der Fräser noch Luft braucht, dass ich nicht in die Schraube reinkomme. Und werde jetzt hier einfach die Löcher bohren mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit.
Zwei Schrauben genügen hier. Dann fixiere ich mir das Ganze. Nun ist die Platte hier schön fixiert auf dem Opferbrett und jetzt kann ich schon das Loch bohren für meinen Fräszirkel. Ich verwende hier das Loch, was der Zirkel hinterlassen hat. Und dann halte ich die Bohrmaschine schön gerade und dann geht's rein. So, das reicht auch schon. So, jetzt probieren wir mal hier, ob der Pin auch passt. Und der ist gut drin. Und stößt auch nirgendwo an. Jetzt richte ich mir gerade die Fräse hier nach dem Anriss an, hier, also nach dem Kreis, den ich mir angezeichnet habe, und kann hier mit meiner Feineinstellung die Fräse jetzt ganz exakt an die Linie führen. Und dann ziehe ich alles fest, kontrolliere nochmal an einer anderen Stelle und es sollte passen. Zusätzlich mache ich mir noch meinen Knauf hier rein. Dann habe ich hier noch mal einen separaten Griff und kann auch hier dann schön die Fräse führen. Jetzt nehme ich mir einfach hier von der Materialstärke einen Klotz, null die Fräse, nehme hier das Maß. Und dann gehe ich mit der Feineinstellung einfach noch einmal ein Stückle nach oben. Gerade so ein Millimeter, das reicht ja schon. So, und dann habe ich jetzt hier ein bisschen Spiel. Und so kann ich jetzt fräsen. Ich werde in Etappen fräsen, damit ich hier A, den Fräser schone und B, hier so wenig wie möglich Ausrisse habe. So, und mit der Methode habt ihr natürlich einen picobello schönen Kreis hier. Ich habe null Ausrisse. Das ist natürlich schon der Vorteil von Fräsen anstatt mit einem Kreisbohrer. Auch hinten sind überhaupt keine Ausrisse. Also ich finde, das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. So, die legen wir mal auf die Seite hier. Und den kann ich mir jetzt einfach wieder rausschrauben. Autsch. War nicht gut. So, und auch der Kreis ist hier durchaus noch akzeptabel. So, nachdem wir jetzt den Kreis gesägt haben, haben wir ja noch das Problem, dass man das hier einschieben können muss. Ich möchte natürlich nicht die ganze Ständerbaumaschine hier auseinanderbauen müssen. Und damit ich die Abdeckung jetzt hier problemlos aufschieben kann, werde ich mir die Maße von der neuen Bohrmaschine nehmen und hier einfach eine Aussparung aussägen. Und von der neuen Bohrmaschine sind sie 8 cm von dem Durchmesser der Bohrsäule. Und dann werde ich hier links und rechts, ich habe hier meinen Mittelriss, 4 cm aussägen. Das kann man jetzt mit verschiedenen Werkzeugen machen, Bandsäge, Kreissäge. Ich werde es wahrscheinlich mit der Japansäge machen. Thank you.
Wie ihr sehen konntet, muss es nicht immer eine Maschine sein. Eine gescheite Handsäge tut es manchmal auch. Und hier habe ich mal diesen Ausschnitt. Und da könnt ihr euch mal die Kanten angucken. Also die sind wirklich sehr akkurat geworden. Und auch der rechte Winkel passt. Und dann braucht man nur noch ein bisschen beischleifen. Das habe ich hier natürlich schon gemacht. Und jetzt sitzt das ganz akkurat da drin. Jetzt tun wir den Kanalnamen alle Ehre und gehen von Wood zu den Goods. Und natürlich brauche ich einen Kappsägenanschlag. Und da hatte ich ursprünglich gedacht, solche Tenut-Schienen mit so einem Anschlag hier einzufräsen und zu verbauen. Aber ich habe mir als Motivationshilfe zum Geburtstag hier einen neuen Bohrständer gegönnt. Und dieser Bohrständer funktioniert über Magnete, der ist von Maxwitch, den habe ich ganz normal gekauft, also ist nichts gesponsert. Und da ist mir die Idee gekommen, Mensch, ich könnte doch das Ganze hier vielleicht auch mit der Kappsäge benutzen, denn das Ganze kommt hier natürlich mit einem Anschlag, der auch magnetisch ist natürlich und kann dann hier an jeder beliebigen Stelle das Ganze befestigen und habe hier dann einen Anschlag. Eigentlich für die Ständerbohrmaschine gedacht, missbrauche ich den, so wie es bei mir halt üblich ist. Ich tue gerne Sachen für verschiedene Verwendungszwecke nutzen und missbrauchen und das tue ich hier bei dem auch. Und das Ganze hält hier an dem Bohrtisch über Magnete. Und natürlich ist der jetzt überdimensioniert, den gibt es auch noch in einer kleineren Version. Aber ich habe den ja schon für die große Ständerbohrmaschine mir gekauft und die hat eine 32 cm Plattform, also ist um einiges größer. So, jetzt habe ich mir gedacht, na gut, wie könnte ich denn das jetzt nutzen? Also kommt die Tenut-Schiene nicht rein und ich verwende jetzt einfach ein Stahlblech, was magnetisch ist und da habe ich mir hier so einen Zuschnitt besorgt. Der wird dann hier auf diese Plattform eingefräst. Das sind 1,5 mm, die ich da fräsen muss. Und dann kann ich hier den Bohrständer anlegen und habe dann meinen Kappsägenanschlag hier. Und schon kann ich den auch an der Kappsäge verwenden. Ich finde die Idee nicht schlecht, ich will das jetzt mal ausprobieren. Und ich habe natürlich schon getestet, das funktioniert ganz gut. Bei Magneten muss man natürlich davon ausgehen, dass sie sich verschieben können. Das sind jetzt aber Maxwitch, das ist der Marktführer in solchen Sachen und die halten wirklich bombig. Also man darf natürlich nicht so arbeiten, dass man hier Material reinpumpt. Ja? Also wenn eure Arbeitsweise so ist, dass ihr dahergeht und ständig da so reinschlagt, dann weiß ich nicht, ob das ausreichend ist, aber er hält ganz gut. Ich arbeite so nicht. Ich arbeite immer relativ normal, also nichts mit, ich schmeiße hier nicht mein Werkzeug durch die Gegend und genauso gehe ich auch mit dem Material um, ich schmeiße es nicht durch die Gegend oder knall das irgendwo dran. Ich arbeite eigentlich immer ganz ruhig und gelassen und das ist dann für mich auch hier absolut in Ordnung, das Halten, das sind 150, also es sind ungefähr 75 Kilo, hält der an Tragkraft hier und das reicht vollkommen aus, wenn man eine normale Arbeitsweise hat. Ja, die Idee möchte ich umsetzen und ich gehe dann nachher auch noch hier an die Plattform und werde mir da einen Tisch bauen, der ähnlich aufgebaut ist, auch mit so einem Blech, damit ich hier den Anschlag auch oben nutzen kann. Das setzen wir jetzt mal um und dann schauen wir mal, wie das Ganze nachher wird.
Das Fräsen hat super gut geklappt. Es ist genau, wie ich es haben wollte. Ja, so einen halben Zehntel tiefer wie jetzt die Arbeitsfläche selbst. Denn ich werde das Ganze hier mit einem Kraftkleber verbinden. Und der hat ja auch eine gewisse Schichtdicke und die will ich damit ausgleichen. Aber das Ergebnis ist super toll geworden. Keine Ausrisse, gar nichts. Also ich bin echt happy mit. Gefräst habe ich das Ganze hier mit einem sogenannten Tornado. Das ist ein Planfräser und der hat 35 mm Durchmesser. Mit dem ging das durch wie Butter. Also wirklich super gut. Den Kleber selbst werde ich jetzt aber nicht hier in der Wohnung auftragen, sonst bin ich nachher ganz schön high, sondern draußen auf der Terrasse. Da mache ich jetzt mal schnell diesen Auftrag. Dann muss der 10 bis 15 Minuten ablüften. Und dann wird er mit einem kurzen Impuls hier schön angepresst. Man könnte das auch mit dem Hammer aufschlagen, nennt man das Ganze, glaube ich, so. Und das ist wichtig bei diesem Kraftkleber. Der braucht diesen kräftigen Impuls und dann haftet das Ganze. Und nach circa 3 Tagen ist es komplett ausgehärtet. Aber wie es bei Kraftklebern so ist, man hat nur einen Versuch nachher, sonst klappt es nicht mehr. So, das Ganze konnte jetzt schön ablüften und pappt nicht mehr. Und jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, denn da gibt es nur einen Versuch. Es ist schon fest. Das geht wirklich mit diesem Kraftkleber. Da muss man echt fix sein und vor allem wirklich direkt gezielt auftragen. Ich habe mir ja jetzt hier das mit den Klebestreifen gemacht. Das dient einfach, dass ich hier in der Mitte hier so eine Beule drin habe und kann mir das jetzt hier festspannen, um Druck auszuüben und zwar gleichmäßig auch in der Mitte. Wie gesagt, bei diesem Kraftkleber ist der Druck wirklich unwahrscheinlich wichtig. Nicht die Anpresszeit, sondern wirklich nur der aufgewendete Druck hier. So, dann nehme ich mir noch einen Gummihammer. Denn man kann, wie gesagt, auch mit Schlagen hier diesen Druck aufbauen. So. Das lasse ich jetzt mal ganz kurz, einfach zur Sicherheit, aber dann passiert da nichts mehr. So, und in der Zwischenzeit mache ich mir meinen Bohrtisch. Ich habe mir hier den Radius von der Bohrsäule ausgeschnitten und schon passend gemacht, auch das Brett. Und auch hier habe ich mir ein Stahlblech besorgt. Das ist ungefähr 30 x 30. Und jetzt entgrate ich einfach nur noch die Kanten. Und jetzt habe ich mir das hier so angelegt. Moment, jetzt muss ich mal selbst gucken. Ich habe mir hier Zeichen gemacht, wie rum es drauf muss, weil das ist nicht ganz rechteckig. Aber das braucht es auch nicht sein, denn es passt jetzt so dann trotzdem. Ich habe mir jetzt dann hier das angezeichnet, damit ich auch in das Blech das raussägen kann. Und jetzt habe ich überlegt, wie ich das machen könnte. Denn ich habe jetzt nicht wirklich Metallwerkzeug hier, wo ich großartig bearbeiten kann. Aber mir ist eingefallen, ich habe hier das gute Stück hier. Und die werde ich jetzt probieren, damit zu verwenden. Es sind ja jetzt 1,5 mm Stahlblech. Also da hat sie schon ein bisschen was zu tun hier, die kleine Maschine. Ich könnte aber auch an der Bandsäge direkt das Ganze machen. Denn ich habe Metallbänder da, das habe ich damals in einem Set mitgekauft. Aber ich möchte es eigentlich hier ausprobieren. Ich werde jetzt hier von der Linie ein bisschen wegbleiben. Den Rest feile ich dann zum Holz passend. Ich habe mir hier schon den Spannarm, den Niederhalter hier eingestellt. Ein Metallsägeblatt ist auch drin mit ordentlicher Spannung. Und jetzt probieren wir einfach mal unser Glück. Also sie kommt schon durch, kriegt nur schwer diesen Radius hin. Da muss ich mal jetzt von der anderen Seite probieren, ob ich den dann besser erwische.
Also wie man sieht, ist so eine Dekupiersäge gar nicht mal so schlecht, wenn man eine hat. Die war gar nicht teuer. Ich glaube, ich habe nur 80 Euro dafür bezahlt. Und jetzt habe ich hier den Ausschnitt. Das kann ich jetzt einfach hier ausbrechen. Und den Rest, den feile ich mir nachher dann schön zurecht. Da habe ich ja noch ein bisschen Luft und dann wird es schön sauber. So, und auch das hier werde ich jetzt mit einem 80er Körnung anrauen. Den Kleber werde ich jetzt auch noch auftragen und wieder ablüften lassen. Alles zusammenfügen, das gleiche Spiel wie bei dem anderen. Feile mir hier die Kurve nochmal richtig schön sauber. Und dann bohre ich noch in der Mitte das Loch und dann bin ich mit der Bohrplattform fast auch schon fertig, bis auf die Muttern, die von unten noch festgeschraubt werden müssen. Ich habe mal in der Zwischenzeit ein bisschen aufgeräumt, damit man alles besser erkennt. Ich finde es optisch einen absoluten Hingucker, aber die Funktionen sind natürlich am wichtigsten daran. Ich habe jetzt die Höhe hier nach dieser Backe ausgerichtet. Und wenn ich die mir jetzt mal rausziehe und lege hier mal etwas Gerades drauf, dann sieht man, dass das hier schön fluchtet. Es ist hier minimal tiefer, also ein paar Zehntel nur, und das mit Absicht, denn auch bei der CAPEX, obwohl die ein bisschen Geld kostet, hat man hier Höhenunterschiede. Denn je nachdem, wo ich das anlege, man hört es am Klappern, habe ich hier Unterschiede. Und zu der Backe noch weniger, wie jetzt sogar hier zur Mitte. Und deswegen habe ich mir das hier ausgerichtet. Und wenn ich jetzt hier die Säge mitziehe, dann sieht man, das geht wirklich wunderbar mit. Also das ist genau genug für eine Kappsäge. Jetzt mal zu den Bohrständer. Das Ganze ist hier so gemacht, Moment, welche Richtung, so rum, dass ich hier wirklich bis ganz runter zum Anschlag komme. Also mehr Kapazität hat diese Bohrmaschine nicht. Also ich verliere hier keine Höhe. Natürlich kann ich den unteren Fuß nicht nutzen, aber das habe ich noch nie gemacht. Jetzt zeige ich euch mal diesen Bohranschlag. Und zwar erstmal, wie ich einen Zweck entfremde. Wie gesagt, sind hier diese Magneten, die haben hier übrigens auch noch so eine Gummilippe, damit es noch besser haftet. Und wie es der Zufall will, sind es genau 53 cm, also fast so breit wie hier jetzt mein Aufsatz. Und wenn ich das jetzt ausrichten möchte, gehe ich einfach mal her, nehme wieder hier eine gerade Leiste, setze die hier an den Backen an. Und wenn ich hier jetzt das ausrichten möchte, komme ich da ein bisschen schlecht hin, weil da der Bohrtisch im Weg ist. So, aber das geht auch so. Und dann habe ich das schon in einer Flucht. Und jetzt kann ich mir hier einfach ein Brett nehmen und habe hier einen Anschlag. Das Ganze ist wirklich stabil genug. Wenn ich hier wackel, dann wackelt hier das ganze Ding. Also das reicht mir vollkommen aus so. Jetzt natürlich, das Highlight davon ist wirklich dieser Anschlag. Der hat ja auch diese Form hier mit 45 Grad und kurze Seite, hohe Seite. Und der hat hier zwei Kontaktflächen, einmal hier unten und einmal hier. Und wenn ich den jetzt anschlage, hat er so natürlich am meisten Stabilität. Und wenn ich jetzt mir hier einmal was angezeichnet habe und es am Schattenschlag hier ausgerichtet habe, dann kann ich immer hier schön anschlagen und natürlich haue ich da nicht rein wie so ein Idiot, sondern wirklich gehe einfach dran und das hält er vollkommen aus. Also für mich, für meine Arbeitsweise ist das wirklich optimal. Das Schöne ist halt,
Man kann hier auch die Winkelanschläge reinmachen. Also wenn ich einen 45-Grad-Winkel habe, dann passt es hier unten rein und die Spitze rutscht nicht weg. Ich brauche diesen Anschlag aber nicht unbedingt verwenden. Ich kann das hier einfach auf diesem Blech auch fixieren und habe dann auch hier meinen Anschlag. Also ich musste nicht jedes Mal aufbauen. Ups, jetzt wäre mir beinahe das Ding runtergefallen. Die Backe weiter raus, dann sollte das passen. So, wenn ich jetzt den Winkelanschlag wegräumen möchte und ich ihn gar nicht brauche, dann passt er hier wunderbar hin und er nimmt so gut wie überhaupt keinen Platz weg. Jetzt der eigentliche Einsatz ist ja an der Bohrmaschine, später dann halt an der großen. Und auf dem Bohrtisch wäre er definitiv überdimensioniert. Und wir haben jetzt schon hier vorhin geguckt. Das ist jetzt dann die Bohrplatte, da habe ich mir auch so ein Blech draufgeklebt. Ich muss ihn noch schön machen, aber der Kleber muss erstmal richtig aushärten, das schaffe ich heute nicht mehr. Ich habe mir ja hier diese Aussparung gemacht und die Aussparung ist nicht ohne Grund, denn die Magnete sind ja auch ausladend und ich möchte aber keine Tiefe verlieren, also zur Bohrsäule hin. Und so verliere ich nur diesen 1 cm, wie dick der Anschlag ist. Also minimaler geht es gar nicht. Wenn ihr euch jetzt einen Holzanschlag macht oder sonst irgendwas, ist er mindestens genauso dick. Und dann kann ich den hier hinten trotzdem schön fixieren mit dem Magneten und verliere keine Tiefe, wie gesagt. Natürlich kann ich den positionieren, wie ich will, schräg, gerade oder sonst irgendwas. Das ist ja beim Bohren vollkommen wurscht. Übrigens ist dieser Bohrtisch fast die Größe, die dann die neue Ständerbohrmaschine haben wird. Die neue hat sogar 2 cm mehr. Was mir jetzt schon bewusst sein wird, ist, dass hier diese Seite am Drehkreuz anschlägt. Deshalb weiß ich aber schon von vornherein und wenn es mich bei der neuen, bei der großen auch noch stört, kann ich das hier abflexen, weil das brauche ich nicht unbedingt hier die gesamte Höhe auf der Seite. Aber das sehe ich erst, wenn ich dann die neue Ständerbohrmaschine habe. Ja, Leute, ich bin super zufrieden mit. Ich liebe halt nun mal wirklich Werkzeug, was ein bisschen durchdacht ist. Klar, es kostet ein bisschen Geld, aber das ist mein Hobby. Ich fahre kein Motorrad oder sonst irgendwas, aber wenn ihr so ein Hobby habt, wisst ihr, wie viel Geld so ein Hobby auch kostet. Und so ist es auch beim Heimwerken. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Ideen mitgeben und vielleicht hat euch das Video wieder gefallen. Wenn ihr bis dahin geguckt habt, könnt ihr mir ein Like da lassen und wenn ihr den Kanal mögt, könnt ihr den auch abonnieren. Das ist natürlich kostenlos. Und ansonsten bleibt mir wieder nur zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß in euren Werkstätten. Macht's gut, bis zum nächsten. Ciao.